Nachdem sie uns bereits mit 2 Staffeln bespaßt haben und uns Themen wie MILF, Sex mit den Stars, ein Besuch auf der Venus und geheime Fantasien nahegebracht haben, sind sie jetzt wieder da. Herzlich willkommen bei Lass mal reden! Herzlich willkommen zurück zur Season 3, Staffel 3 von Lass mal reden. 3 ist immer der beste Teil auch in einer Serie, ja. Muss ich sagen. 3 war welcher dritte Teil einer... Rambo 3 ist das blaues Licht, was macht es? Es leuchtet blau. The Dark Knight Rises. Ja. Scary Movie 3. Ja. Der Weiße Hai 3. Ihr seht, es kann nur schön werden mit uns. Wir haben uns direkt, wo wir gerade bei Weiße Hai sind, ein großartiges erstes Thema überlegt. Womit könnte man besser starten als mit Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Hast du das jetzt gesagt, weil du raus willst? Nee, das sag ich am Ende. Ich kündige noch dreimal an, dass ich heute gehen werde. Ach so. Und dann mache ich es dann letztendlich doch nicht. Gut. Und? Na? Hast du geguckt? Halbzeit im Dschungelcamp. Wir starten direkt im Dschungel rein. Wie findest du es? Wie findest du grundsätzlich 12. Staffel? Oh, ich hatte ganz krasse Bedenken. Ich dachte, da sind krasse No-Names drin. Diesmal sind wirklich No-Names drin, dachte ich. Richtige No-Names, die kein Mensch kennt. Keine Stars. Aber es geht langsam. Man lernt sie kennen. Für mich sind sie jetzt Stars. Sind sie jetzt Stars? Ja. Ich finde, das ist tatsächlich eine der, leider für mich wieder eine der langweiligsten Staffeln. Oh. Aber ist ja erst die Hälfte. Ja, aber womit wurde es interessant, indem sie dem kleinen Daniele die Zigaretten weggenommen haben? Ja, das war doch das erste Mal, dass da irgendwas passiert ist. Der ist auch ein sympathischer kleiner Kauz, ne? Ist er. Ja, und wunderschön. Wie grundsätzlich? Erinnert mich ein bisschen an den Mond, sein Gesicht. Von den Kratern her. Sehr gut, ja. Gut, schön, hast du schön gesagt. Ja, da freut er sich bestimmt, wenn er das guckt. Ja. Er ist Abonnent von uns, habe ich gehört. Ist er Abonnent von uns? Ist er von uns, Daniele. Genau so meinte ich es. Halbzeit. Willst du irgendwas zu den Kandidaten sagen? Hat sich irgendwer rauskristallisiert? Wir sagen am Ende natürlich auch noch, wer gewinnt. Sagen wir? Heute schon sagen wir schon. Natürlich. Geil. Wer hat sich rauskristallisiert, der so ein bisschen hier einen auf Babo macht und stark die Gruppe vereinnahmt, ist ja, kann man echt so sagen, Matthias, ne? Matthias Magyar. Wer ist das? Der Schwule. Du sagst immer der Schwule. Hast du gesehen, was der Schwule gemacht hat? Das sage ich immer, ja, genau. Stimmt. Achso, der... 10 Sterne, ich hatte 10 Sterne, aber Jenny. 4 Sterne habe ich gemacht. 6 Sterne haben wir, aber 4. Jenny ist aber nicht rechtzeitig rausgegangen. 4. Schade. Ja. 10 ja. Sterne. Hast du ganz aktuell, gestern fandest du es war Rassismus eklar, als er meinte, es sieht hier aus wie bei den Zigeunern? Ja. Ja. Ja, war hundertprozentig. War ein bisschen Rassismus, ne? Findest du, meinst du, das von ihm ist grundsätzlich... Also, als sie die Kandidaten vorgestellt haben und er seinem Lebenspartner da, Lebensgefährten gesagt hat, ja, mein Koffer hinterher und so, alles Show. Ist es jetzt im Dschungel auch noch Show oder ist der wirklich so dämlich und fragt sich, warum er wiedergewählt wird? Ich glaube, das ist berechnet alles. Echt? Alles, was der macht, ist berechnet. Ach, nee, ich glaube, der ist ein bisschen dumm. Auch hier, auch ja. Ein bisschen doof, ja. Sonst könntest du das wahrscheinlich nicht alles, aber so dumm schlau. Schlau, aber dumm. Würdest dumm, du mit ihm? Auf keinen Fall. Ich finde ihn richtig abturnt. Würdest du mit einem der Frauen? Wer ist denn da? Lass doch mal kurz zusammenfassen, wer da drin ist. Kriegst du die zusammen? Ja. Okay, lass uns abwechseln. Fang an. Tina York. Okay, Brigitte Nielsen. Brigitte Nielsen ist schon richtig. Ochsenknecht. Ist richtig. Sie macht auch genau das Gleiche. Ja. Konnte Brigitte Nielsen nicht dieses Jahr? Nee. Ich glaube, die wird ab und in der zweiten Hälfte, also quasi ab heute, wird sie ausgetauscht, aber es merkt nur keiner. Nee. Auf keinen Fall. Gut, haben wir. Wie viele sind drin? Eine Menge. Dann ist ich zähle lieber nicht. Bei einer Frau ist noch die Sandra drin, die rausgeflogen ist. Ja, als genau. Erste. Sandra ist rausgeflogen quasi. Aber ich mochte sie so in Nicola. Hast du das geguckt? Damals? Nein, habe ich nicht. Sydney. Ist kein, only a girl. Aber ist ja keine Frau. Ich wollte alle Kandidaten einfach mal durchgehen. Ach so, ja. Sydney. Sydney ist, ich hätte gedacht, er wird ein cooles Monkey in the Jungle sein, aber... Aber ist er irgendwie nicht geworden. Er ist ganz schön. Ich blende in der Sekunde mal unseren Instagram-Namen ein, Beschwerden gerne direkt an ihn. Daniele? Daniele? Hatten wir ja schon was gesagt. Hatten wir, ja. Ohne Zigaretten geht nicht. David Friedrich? Der Bachelor-Stecher? Ja.
ganz ehrlich. Wie konnte der das schaffen? Aber ganz ehrlich, mir braucht keiner sagen, dass Frauen lieb sind. Frauen sind nicht lieb. Nee. Sag mal, kannst du eigentlich schwanger werden, Juliana? Ja. Ja, Juliana, freiwillig schon raus. Ja, komisch, krass. Ne? Hätte ich nicht. Operationstermin oder einfach so? Hat sie ja bei Germany's Next Topmodel direkt. Ja, genau. Könnte ja sein. Sie legt sich das ja immer so, wie sie will. Ne? Hatte einen Moment, muss ich sagen, den fand ich wahnsinnig sympathisch, kurz vor ihrem Auszug, als sie gesagt hat, sie würde gerne ein Kind adoptieren, weil sie ja selbst nicht kann. Und es hat sie. Nö, kann sie nicht. David hat gefragt, sonst wusste ich das auch nicht. Ja. Kann sie nicht. Aber es fand ich sehr sympathisch, wie sie gesagt hat, ey, es gibt so viele Kinder, die es nicht so gut getroffen haben, die würde sie gerne adoptieren und sie würde sie totknuddeln und so. Fand ich wirklich sehr sympathisch, fand ich echt? Toll. Ja? Ja. Wirklich? Nee, fand ich nicht. Okay, gut, wen gibt's noch? bei David Friedrich muss ich noch was dazu sagen. Nein. Tut mir leid. Doch, David Friedrich ist wieder mal eine Bestätigung für einen Satz, den viele Männer ganz oft sagen, die größten Spasten kriegen die besten Frauen. Ja, wir wollen übrigens immer noch Jessica Paschka hier mal bei uns in der Sendung sitzen haben. Ja, ne? Jessica. Komm doch mal ran, obwohl du jetzt im Malediven-Urlaub so dick geworden bist, ich habe ja natürlich ihre Instagram-Story gestalkt, bis zum geht nicht mehr, darf sie trotzdem... Ist doll dünn geworden, ne? Doll dünn geworden. Doll dünn geworden. Aber sie sagt immer, dass sie dick ist. Also da merkst du schon, dass langsam dreht sie durch. Wen gibt's noch? Die definitiv als Luxusartikel nicht ihre Oberlippe mitgenommen hat. Katja, aber was ist los mit ihr? Ich dachte, die ist eine tolle Latina. Ich habe nicht daneben gepullert. Ich war das nicht. Ich dachte, die kommt rein und sagt, ich bin die Katja und ich mache hier ein bisschen Rabatt mit meinen großen Brüste. Aber gar nicht. Nichts. Gar nicht. Die macht gar nichts. Die liegt so rum und schlaft den ganzen Tag. Wen gibt's noch? Den Fußballer. Ah, Ansgar Brinkmann. Ja, finde ich nicht schlecht. Ja, aber ist auch mit Intelligenz nicht gesegnet worden. Aber so könntest du in 20 Jahren aussehen, finde ich. Ein bisschen von der Optik her. Gut. Ansgar Brinkmann? Bin ich dann auch im Dschungel? Ich hoffe. Ich hoffe auch. Wen gibt's noch? Komm. Tatjana Xell, nehme ich nicht wahr. Husteker! Ja. Fufi, Husteker! Aber hast du gesehen, auf Bild gab's ja jetzt auch einen Artikel, der Lack ist ab, Tatjana Xell richtig runtergekommen. Wie sieht sie aus? Also beim Einzug sah sie aus wie eine Barbie-Puppe. Ja. Ja, aber jetzt sieht sie aus wie hingekackt und hingeschissen. Erzähl ruhig weiter. Ich würde fast sagen, ja, google mal nebenbei. Kandidaten 2018, richtig. Ach, die Schwester von Daniela Katzenberger. Jenny, die immer mit D und T verwechselt. Glaubst du, dass sie ihre Schwester einen Maulkorb verpasst hat? Ja, hat sie, aber ihre Schwester Weil sie findet, dass ihre Schwester ein Hündchen ist? Oder, weil sie nicht will, dass sie will? Ihre Schwester hat auf Instagram gepostet. Was hat sie geschrieben? Schnauze halten? Nee, Team Jenny, du bist viel stärker, als du eigentlich glaubst. Was mich interessieren würde, Luxusartikel. Ja. Ich glaube... Würde ich nur Kajal und Make-up nehmen. Sehr gut. Wie du auch hier nur bei dir hast, wenn du zu mir kommst, um hier aufzunehmen. Longboard ist schon das Dümmste, was man überhaupt mit in den Dschungel nehmen kann. Mhm. Kurze Frage. Es ist halt das Spektrum, ne? Ich fand einmal sehr schlau jemand, der ein Moskitonetz genommen hat. Ja. Fand ich sehr schlau. Ja. Und Longboard würde ich genau auf dem anderen Spektrum, ja, absolut. Ja. Wenn du, was wären deine zwei Luxusartikel? Meine zwei Luxusartikel wären ein Longboard und ein Mückennetz. Sehr gut, damit sich das ausgleicht. Ja, ich verstehe. Ja. Ich muss sagen, da kann ich meinem ehemaligen Kollegen, da war er clever, Rocco Stark. War der im Jungle Camp? Ja, hat eine Luftmatratze mitgenommen. Ah. Fand ich sehr clever. Ja. Die konnte er auch aufpumpen, indem man es einfach ins Rohr reingesteckt hat. Genau. Also Luftmatratze finde ich sehr clever. Und was hätte ich mir noch mitgenommen? Luftmatratze ist schon. Ich glaube, Oropax. Bei der Schatzsuche haben... Ich habe meinen Schatz schon gefunden. Okay, weiter. Wir haben gesagt, wir lassen das dieses Jahr. Ja, stimmt. Dieses Jahr. Es fällt mir sauschwer. Dieses Jahr? Ohne Scheiß, das fällt mir sauschwer. Dieses Jahr? Diese Staffel haben wir gesagt. Die Staffel, die geht ja nicht in ein Jahr. Weiß ich nicht. Muss ja irgendwann Urlaub machen. Kommt auf die Abonnenten an. Hallo. Hallo. Brigitte Nielsen und Ansgar Brinkmann waren... Ja, glaubst du, die haben versucht, dass sie so ein bisschen... Oder? Ja, haben die versucht. Haben die versucht, ja. Und haben sie gemacht, meinst du? Nein. Also. Aber die Dschungel, das meine ich gar nicht, sondern ich meine hier, wo Jenny im Känguru-Kostüm war. Jedenfalls war die Frage, in welchem Durchschnittsalter haben die Deutschen Sex? 17 oder 13,3? Ich bin ausgerastet. Wie kann man 13,3 sagen? Ja. Hättest du 13,3 geantwortet? Ich fand das so dämlich, das wäre mir nie in die, ich hätte im Leben nicht 13,3 gesagt. Ja, gut, weil ganz viele... Ja, die jungen Leute jetzt. Ja, genau, ja, aber doch nicht die Masse. Alte. Die Alten und auch die Masse heutzutage doch nicht. Ich meine ganz ehrlich, du warst in der Schule schon hässlich. Ja. Wie alt warst du bei deinem ersten Mal? Oder 10. Wirst du sein? 11. 11. Ist doch nicht wahr. Ja doch, ich muss den Schnitt ja auch runterziehen. Okay.
Ja, ich bin jetzt 33 und ich werde mit 34 mein erstes Mal haben. Ihr könnt euch bewerben übrigens. Was mich ja immer sehr bespaßt, sind ja die Essensprüfungen. Hättest du alles gegessen dieses Jahr? Glaubst du, dass echt ist? Ich glaube ja, das ist Food Design. Echt? Ich glaube nicht, dass es ist. Machst du mich nicht kaputt? Kuhurin, never. Kuhurin, never. Never. Die? Hätte ich jetzt immer nochmal. Ich würde dir eine richtige Show machen, ja? Ich würde sagen, so, und ist jetzt die Prüfung, wobei habe ich jetzt die Sterne? Ja, und dann würde ich hier richtig so hinkotzen. Also, ich würde es richtig eklig auskosten. So. Die würden richtig bei mir auf die Kosten kommen. Echt, ja? Ich würde auch die Kakerlaken, wenn die in den Dings sind, würde ich so richtig platt stampfen. Würdest du am Krokodilpenis erst lutschen? Sei ehrlich. Vielleicht, das Spaß. Oder die Schweinevagina? Schweinevagina. Da habe ich übrigens, als sie über die Schweinevagina gesprochen haben mit der Soße. Hat deine Mutter gesagt? Mama, das ist für dich. als sie gesagt haben, hier mit der Soße, weil trocken schmeckt es nicht. Und da habe ich gedacht, dass Daniel jetzt sagt, weil Vagina trocken ist nie so gut. Hat er nicht gemacht. Was ist mit ihm los? Da dachte ich, das wäre so ein... Der ist ein bisschen unterzuckert, wa? Ja. Der ist so dünn geworden. Wer im Glashaus sitzt, ne, mein Freund, sollte zum Wichsen in den Keller gehen. Was soll denn das heißen? Nichts, du bist wunderschön. Zum Ende unserer illustren Folge. Wer gewinnt denn das Ding? Ich finde es sauschwer. Du hast mir zu Beginn der Show schon gesagt, jetzt zur Halbzeit, bist du vielleicht immer noch der Meinung, du hast gesagt, wahrscheinlich gewinnt Brigitte Nielsen. Mhm. Ich dachte vorher immer, ey, wer so unsympathisch ist, kann nicht gewinnen. Und findest du, Brigitte Nielsen ist unsympathisch? Ich habe das Gefühl, sie könnte wirklich gewinnen. Echt, ja? Aber weil da sind ja alle... Also hier, das ist der, so ein Leader-Typ, ne? Ja, der mit seiner Zahnlücke, wie heißt der nochmal? Magia Pihampiani. Genau. Der gewinnt nicht. Aber die am Anfang in die Dschungelprüfung immer kommen, der gewinnt sowieso nicht. Was sagst du zu Daniel Friedrich? Wer ist denn das? Der Bachelor. Nee, ach komm, interessiert keine Sau. Ja? Ja. Bestimmt lacht Jessica Pranzka. Wer gewinnt denn? Was machst du denn da mit dem Stift? Ich denke an Daniel Friedrich. So, sag doch mal, wer gewinnt? Ich sag Brigitte Nielsen. Ey, hast du meinen Tipp geklaut? Ja, ist doch egal, ich hab's zuerst Brigitte gesagt. Brigitte Nielsen. Ich sage eigentlich Brigitte Nielsen, aber ich glaube, Matthias kommt bis ins Finale. Der hat so viel Spaß. Aber damit hast du nicht gesagt, wer gewonnen hat. Matthias. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was in letzter Zeit passiert ist. Deswegen haben wir uns eine großartige neue Rubrik überlegt, die da heißt: Alles, was letzte Woche wirklich wichtig war und wozu wir unsere Meinung sagen wollen. Oder kurz gesagt, Abi. Erinnert mich ein bisschen an Stefan Raab, muss ich sagen. Nee, ist aber nicht davon geklaut, ist ganz neu. Nee, das haben wir selber überlegt. Ja, ja, quasi, ja. Quasi aus dem Ärmel geschüttelt. Ideenschmiede. Ja, stark. Ja. Na dann, hau doch mal raus. Ja, also dieser Monat ist ja so großartig, überall gibt es geile Formate. Der Bachelor. Oh ja. Der Bachelor. Müssen wir nochmal aber eine richtige... Ich glaube, müssen wir nochmal extra besprechen, ja, aber ist ja gestartet, erster Eindruck. Ja, der Bachelor ist kacke, aber und da sind nur eiskalte Frauen. Ja. Ja, aber so richtige, richtige eiskalte... Stichwort Lina. Ja. Ja, oder Svenja. Okay, reicht. Wo du bei großartigen Formaten bist. Wir haben auch noch DSDS. DSDS ist gestartet. Was sagst du zur neuen Jury? Fand ich am Anfang richtig uninteressant, aber geht langsam. Wobei die zweite von links, wo ich mir den Namen so gut gemerkt habe. Ja. Die zweite von links. Also Glasperlenspiel. Die neben Mousse Schokoladsätze finde ich, ganz unsympathisch. Ja? Ja. Ist ein bisschen unterkühlt, finde ich auch. Ja. Finde aber tatsächlich, das ist die sympathischste Jury seit langer Zeit. Da ist echt, kein Assi drin. Wie. Und findest du auch Lach mich, halt mich, dass sie nicht so ein bisschen milfig ist? Ist total milfig. Okay. Ey, aber müssen wir auch nochmal drüber reden. Müssen wir drüber reden? Aber Ella endlich würde? Ja. Würde. Ja. Ja. Wie alt? Pass auf, und jetzt kommt der Schocker. Wie alt? Weil du milfig sagst. Ja. Wie alt? Ich würde sagen so 39. Krass, hätte ich auch gesagt. Ja. Ist mein Alter. Die ist 33, Jahrgang 84. Bei dir sage ich auch 39. Oh. Oh ja, als nächstes, ey, wir hatten immer schon vermutet, aber wir glauben, es beginnt jetzt wirklich. Dieter Wedel, die Accusations starten. Krass, was hier gerade in Deutschland abgeht. Jetzt geht's langsam. Aber es war eine Frage der Zeit, oder? Ich freue mich. Du freust dich. Ja, weil damit Gerechtigkeit geschaffen wird. Das stimmt, deswegen. Das stimmt. Nicht, weil ich gehässig bin oder so den Leuten nicht gönne. Krasse Geschichte, ne? Ja. So, was da rausgekommen ist die letzten Jahre. Ja. Und jetzt in Deutschland, da in dem Zusammenhang kann ich auch Til Schweiger ins Spiel bringen. Wieso? Weißt du was von ihm? Nein, hat er was gemacht? Nein. Hat er was gemacht? Dann hau hier raus. An dieser Stelle. Nein, ich habe seine Facebook-Posts gelesen. Ach, und er setzt sich total für die Opfer von Dieter Wedel ein. Ja, ist doch richtig. Hat so, einen Weltplus-Artikel auch permanent zerrissen, weil er sagt hier, das Ding
Das Ding kann, darf niemals verjähren. Nein, er sagt wirklich mit auch nur drei Ausrufezeichen am Ende, sagt er richtige Sachen, so dass das jetzt schon wieder so pauschalisiert wird und naja, die sollen sich doch mal nicht haben, so nach 20 Jahren erst den Mund aufzumachen. Da sagt Till Schweiger tatsächlich richtig gute Sachen, muss ich sagen. Ach echt, ja? Ja. Wen wir vergessen haben, get the fuck out of my house. Kann ich aber nicht so sagen, fand ich scheiße. Fand ich auch beim ersten Tag direkt scheiße und seitdem heißt es auch bei mir get the fuck out of my Fernsehen. Richtig, tschüss damit. Was sagst du eigentlich zu GroKo? Groß. Wann waren die Wahlen? Oh, wann haben wir die Folge gemacht? Im September irgendwann. Ja. Und es ist wirklich September, Oktober, November, Dezember, Januar. Es ist nicht möglich, 4 Monate später eine Regierung auf die Beine zu stellen. Das ist eine schwere Aufgabe. Und damit will man sich wirklich den Menschen sehr nahe präsentieren und sagen, wir sind auf eurer Seite, das ist schon okay. Was war der erste Schritt, bevor die Regierung gebildet wurde? Wollte ich gerade sagen, Fun Fact, Diäten wurden aber schon erhöht. Ja. Und wo wir schon bei dummen Menschen sind, verabschieden wir uns hier quasi auch mit Logan Paul, unserem YouTube-Vorbild. Ja. Was hat er gemacht? Logan Paul ist ungefähr unser Pendant in Amerika. Ja. Er ist, hat 16 Millionen Abonnenten. Genau. Und also ein bisschen weniger als wir? Ja, ein bisschen weniger. Er dachte, also ist nicht unsere Liga, aber wir reden trotzdem über ihn. Ja, weil er hat, man muss ja auch kleine Kanäle supporten. Er hat sich was geleistet, für Leute, die es nicht kennen. Er ist in den Suicide Forest gefahren. Das Suicide Forest ist ein, wie man schon hört, ein Ort in Japan, wo sich Leute gerne mal umbringen. Und hat dann da tatsächlich jemanden aufgehängten gefunden und hat davon ein YouTube-Video gemacht und ist nicht so gut angekommen. Verstehe ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Also so einen Toten zu filmen, das öffentlich auf YouTube ohne Altersbeschränkung zu filmen. Ich verstehe es nicht. Die Witze, die sie dabei machen, sind auch nicht angekommen bei den Leuten. Verstehe ich nicht. Das ist so nahlos. Schade, dass er nur so ein paar Millionen auf dem Konto hat und damit quasi ausgesorgt hat. Ja, er hat ausgesorgt, aber naja. Genau. Wo wir schon bei ausgesorgt sind, das ist die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass es bei uns auch bald so ist, indem ihr... Ja, indem ihr natürlich unser neues Season 3 Video liked, abonniert, teilt mit euren Freunden, darüber sprecht, sagt, ey, hast du schon gehört von Logan Paul? Ja, da haben die von Lass mal reden drüber geredet. Ja, die von Lass mal reden, die wissen alles. Die sind nämlich die Schlausten. Die wissen alles. Ja. Erzählt es euren Freunden, sagt denen, die sollen unseren Kanal abonnieren, sagt denen, die können hier auch gerne mal runterkommentieren, damit wir auch jemand anderen haben, den wir ignorieren können. Und bleibt uns weiterhin treu. Season 3, es geht los, wir sind wieder da. Vielen Dank. Und shine on. Krass, Mann. Erste Folge, ging super schnell. Ich würde sagen, ey, wir können eine Nachbesprechung weglassen ab jetzt, oder? Können wir eigentlich machen, ja.